Hallo, liebe Pokémon Infinite Fusion Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Party, in welchem wir uns immer noch in der Zunge City befinden. Und heute werden wir, wisst ihr, was wir machen? Wir werden erstmal Lady of Fahrrad, Quatsch, schon Lady of Fahrrad. Das Fahrrad hier gekauft, das ist ja spannend. Dementsprechend würde ich sagen, liebe Leute, bevor wir irgendwas anderes machen und zu unserem Plan ist, in die Arena zu gehen, bevor wir dies machen, fahren wir den Typen. Bro! Ich würde unglaublich gerne ein Fahrrad kaufen. Es tut mir leid, dass ich so laut auf Enter hämmere. Ich muss aufhören damit. Ich weiß, dass ihr das unglaublich laut hören könnt, alles. Ich versuche aufzuhören, okay? Ey, du gibst mir einen sweeten Deal, Alter. Alter, für 100.000 Poké-Dollar. Yeah! Ich hab keine 100.000. Oh. Okay, ich soll meine Eltern fragen, ob ich Geld habe. Dann wiederkommen, dann bekomme ich vielleicht was. Fuck! Die gute Sache ist nämlich, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie man in dieser Generation an ein Fahrrad kommt. Bekam man auf der SSR nicht einen Gutschein oder so? Ey, ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach in die Arena. Wenn wir schon mal hier sind. Sollten wir... Ich meine, machen wir uns nichts vor. Bisa-Boy. Bisa-Boy ist unser Boy für die Arena. Ich denke, Koptanus. Der Koptanus, der könnte auch eventuell noch ein bisschen kämpfen. Denn ich hätte unglaublich gerne mein liebliches, weiterentwickeltes Koptanus. Das wäre nicht ziemlich fancy, wenn es nicht mehr zur Hälfte Carpador wäre. Ich meine, er sieht aus wie ein junger Gott. Da will ich eben jetzt auch nicht streitig machen, okay? Das akzeptiere ich, nur der Rest ist halt echt scheiße. Und es ist immer noch so fucking verwirrend, dass Teleport im Spiel einfach ein Angriff ist. Es ist so eine Sache, das sollte nicht sein. Das sieht absurd aus. Das sollte einfach nicht sein. Was glaubt ihr eigentlich, wie so ein kleines Rettern-Seepär schmecken wird? Ich meine, das ist kein Überlebenstipp aus dem verdammten Pokémon-Krieg, den es übrigens wirklich gab und noch geben wird. Denn tatsächlich hat es sich in der Pokémon Infinite Fusion Welt ergeben, dass dieses Universum sich von dem normalen Pokémon-Universum abgespalten hat. Aufgrund der Tatsache, dass es hier keine keinen Krieg gab. Und deswegen sind hier die Fusionen jetzt inzwischen am Start. Das ist quasi so eine Art Pokémon-Krieg, der in dieser Timeline hier stattfindet. Sind die Fusionen an sich auf jeden Fall. Fusion aus Rettern und Seepär, wie würde das Ganze schmecken? Das ist eine auszeichnete Frage. Das ist ein Mädchen-Pokémon. Jigglydeen, stirb! Wie würde dieses Pokémon schmecken? Das ist eine auszeichnete Frage. Generell, das wird jetzt vermutlich sehr überraschend klingen, aber hat es sehr viel von Shrimps. So gesehen, ich meine, man könnte sagen, oh hey, das ist aber ein Seepferdchen, sieht aus wie ein Seepferdchen. Ich sage, es sind Shrimps. Außerdem, habe ich mal eine Frage an euch. Hattet ihr mal eine Meeresfrüchtepizza, auf der wirklich, wirklich viel Zeug drauf ist? Und damit meine ich jetzt nicht, meine ich wirklich, sondern damit meine ich jetzt Leute, die sich nicht anstellen, als wären sie 11 Jahre alt und sagen, nee, ich esse es nicht. Hattet ihr das mal? Ich hatte da nicht mal vor kurzem eine bestellt. Und fuck, da war so viel Zeug drauf, da waren irgendwelche Shrimps und so, die waren noch mit ihrem Panzer drin. Das heißt, die musste ich erst den Panzer da wegstellen. Da waren Muscheln, die auch noch in der Muschel drin waren. Es war absurd. Es war quasi, die Pizza hat geschmeckt, als würde ich mit meiner Zunge über den Meeresboden fahren. Und das war relativ absurd, auf jeden Fall. Worauf wollte ich hinaus? Was hat das mit dem Geschmack von... Ach ja, genau, was ich sagen wollte. Und hat ihr sowas jemals gehabt? Es war seine eigene Masse, diese Pizza, okay? Weil da so viel verschiedenes Fischzeugs drauf war. Dementsprechend stelle ich mir die Frage, wenn ihr sagt, ihr habt ein Seepferdchen gegessen, seid ihr euch da so sicher? Ich meine, wäre da ein Seepferdchen draufgelegen? Ich wäre nicht da gewesen, hätte gesagt, das esse ich nicht, da liegt ja ein Seepferdchen drauf. Ich meine, ihr habt doch keine Ahnung, vermutlich war eins drauf. War halt echt viel Zeug drauf, ich habe es wahrscheinlich gegessen. Und wie hat es geschmeckt? Naja, wie die üblichen Meeresfrüchte, hatte es eine sehr gummiartige Konsistenz und es hat geschmeckt wie, das Meer riecht. Das heißt eigentlich an sich nicht sonderlich gut, aber irgendwie hat es doch was an sich. Der Nachteil an dem Seepär-Rettern ist natürlich die Tatsache, dass es fucking vergiftet ist. Das heißt, sterben, wenn du es isst. Das heißt, nicht direkt sterben, du wirst in den nächsten 48 Stunden etwas sterben. Erstmal wirst du dir in die Hosen machen. Sehr viel. Ganze Gedärme wirst du in die Hose machen und dann wirst du sterben. Das heißt, das wollen wir eher nicht essen. Oh, hey, und da ist Misty. Hey, Misty, wie geht's deinem Freund? Hey, du bist das neue Gesicht. Wie gehst du mit Pokémon um? Was ist deine Taktik davon? Und du hast die Beauties, die Wasser-Pokémon. Was? Ah ja, man kann hier nur mit den vielen Pokémon teilnehmen. Ich will Koptanus. Was soll ich eine dumme Entscheidung ist, weil sie... Starmie und Sterndu haben sollte. Das heißt, vom Typ Psycho unter Umständen. Bisa-Boy, ganz klare Sache. Ja, shit.
Ist das? Nein, wir machen Bisa-Boy und Rau-Pikachu. Ich meine, ich würde den Kampf gerne gewinnen, dementsprechend nehmen wir die beiden mit. Misty Sprite haut mich nicht um. Und das ist einfach nur der aus Heart Gold und Soul Silver, der gerade eben sah. Fucking Starlet. Oh Gott, der gerade eben sah anders aus. Starlet, das sieht ab. Hä? Achso, es hat gerade irgendeinen Stat-Boost gemacht. Ich dachte gerade, was hat das für eine Scheiße gemacht gerade? War sehr verwirrt. Übrigens, Wasser- und Bodentypen sind nicht sonderlich gut auf Pflanzenangriffe zu sprechen. Und jetzt kommt Goldmi. Oh, Goldmi! Das ist ein Pokémon, das wir auch, glaube ich, im ersten Run schon hatten. Ja, es ist Starmie und Sterndu. Alles sieht relativ fancy aus, aber fuck, ich hätte es paralysieren sollen. Oh mein Gott, das ist stark. Oh nein, warum ist das so Level 25? Ey, ich bin am Arsch. Ja, sagen wir einfach mal, das ist soweit nicht so nicht gut ausgegangen. Das Problem ist, bei Bisa-Boy, wenn Goldmi irgendwelche Psycho-Angriffe hat, haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Fucking fuck. Schlaf bitte ein. Ah, okay, natürlich trifft der Angriff nicht. Okay, ich würde sagen, diese Runde haben wir ganz geschmeidig verloren. Fuck, Level 25, Goldmi. Da sollte ich direkt etwas stärker vorangehen. Fuck. Das war relativ unerwartet, vor allem nachdem das erste Pokémon so absolut problemlos down gegangen ist. Wir konnten das Goldmi nicht einmal angreifen. Es war absolut schrecklich. Übrigens, weil Leute immer wieder mal Dinge erwähnen von wegen, oh hey, das ist aber so damals auch in dem ersten, ja Moment, wir wollen wieder Bisa-Boy und dann Raub-Pikachu. Wenn Leute immer sagen von wegen, oh hey, das sind aber Dinge, die damals schon im ersten Let's Play von Infinite Fusion, die ja damals passiert sind, dann erinnere ich mich nicht mehr an ein Team mit Doppeltod. Ich erinnere mich tatsächlich noch an Doppeltod, es war zur Hälfte Taube und zur Hälfte Ratte. Also war es die Ratte der Ratten und die Ratte der Lüfte. Deswegen war es Doppeltod. Da erinnere ich mich noch, aber an alle anderen. Ich habe absolut keine Ahnung. Warum kannst du Eroas? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe absolut keine Ahnung, das mal so in den Raum zu werfen. Das heißt, falls ihr irgendwelche Vergleiche an damals oder so erwartet, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nichts mehr, es tut mir leid. Oh, Rasierblatt ist absolut majestätisch. Denn es ist fucking Rasierblatt. Ich dachte, das wäre. Das Rasierblatt wäre ein spezieller Angriff. Nein, es ist physisch. Ist okay. Ist okay. Dann bringt uns der hohe spezielle Wert von Bisa-Boy eben absolut gar nichts. So, und jetzt ist es, denke ich, eine relativ wichtige Sache, dass wir direkt, bevor wir irgendwas anderes machen, wir hoffen einfach mal, dass wir nicht verwirrt werden, Donnerwelle einsetzen. Ah, oh. Na gut. Das ist auf einmal nicht mehr so dramatisch, wie es vorher aussah. Also sieht sogar relativ machbar aus jetzt. Ja, Raub-Pikachu, du Monster. Ah ja, Wasserpuls war der Angriff, der so viel Schaden macht, der uns auch vorhin verwirrt hat. Okay, Goldmi, du bist am Arsch. Ja! Yeah! Wer paralysiert ist, kann wohl nicht angreifen. Mein kleiner Seestern. Wer paralysiert ist, kann nicht angreifen. Und hey, Level 20. Für Raub-Pikachu. Wundervoll. Und wir haben die zweite Arena bekämpft. Yay! Yeah, ich kann es nicht glauben, dass ich verloren habe. Oh nein, das ist ja tragisch. Der Cascade-Badge. Geil. Der heiße Wasserfallorden. Und ich kann jetzt Zerschneider über einsetzen. Wundervoll. Oh, Wasserpolz, das könnte tatsächlich relativ fancy werden. Wow, du hast den Kampf komplett dominiert. Misty ist voll gesoakt. Ja. Yeah. Okay, die gratulieren mir, wenn ich rausgehe. Das ist fucking seltsam. Weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, aber gut. Ich werde einfach mal sagen, wir haben den zweiten Ort an uns gerissen. Das war relativ fancy. Und jetzt sollten wir... Fuck. Wir sollen jetzt weitergehen. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wo man jetzt als nächstes hin muss. Wollen wir hier in östliche Richtung? Okay, die Ausrede, warum sie mich nicht durchlassen, ist nicht, weil sie so scheiß durstig sind, sondern es ist ein Befehl, dass er niemanden durchlassen soll. Okay, cool. Und dann hat sich dieser Weg soweit erledigt. Ich wollte gerade sagen, wo kommt man Zerschneider her? Aber Zerschneider hat man von der... Natürlich muss nach unten und dann zur SSN. Natürlich! Ich meine natürlich die MSN. Du widerliche Kreatur. Oh, es sieht absolut schrecklich aus. Bring es um, bitte. Ha. Sogar bei, wenn man gegen wilde Pokémon kämpft, ist Teleport ein Angriff. Okay. Damit kann ich leben. Hör auf, Säure einzusetzen. Es nervt mich, dass alle Pokémon gefühlt hier irgendwie Säure beherrschen. Yay.
Hat nicht mal für ein Level abgereicht. Ja. Lass mich alle in Ruhe. Oh fuck, normales Mozi. Das wäre fast relativ interessant, aber hauptsächlich nicht. Und falls ihr euch wundert, die geile hohe Initiative und hohe Volltrefferquote von Mozi ist in diesem RPG-Maker-Spiel sowas von nicht vorhanden. Hallo, hey. 200.000 Burgedollar! Du! Du! Ah, okay, natürlich ist die Gebühr deine Lüge, aber ich bin defenseless. Okay, du kannst nichts dagegen machen. Ach so, okay, gut, ich sehe schon. Du als Wache bist hier eingestellt worden, damit sich da einfach ein Verbrecher mit, keine Ahnung, einem Smogon, das irgendwie mit einem Myrapla fusioniert ist, auf Level 10, dass er sich hinstellt und sagt, ich werde hier niemand mehr durchlassen. Und dann sagst du so, ja gut, ich kann nichts machen. Ich meine, ich kann auch nicht irgendwie Polizei rufen oder so. Ich werde jetzt einfach rumstehen und mir das gefallen lassen. Gute Arbeit. Auf dem Scheiße. Was soll das denn? Warum sind alle in der Pokémon-Welt so unglaublich inkompetent? Mein Fuck, aber irgendein Punkt muss man doch auch mal. Irgendwann muss man doch auch mal akzeptieren, dass man vielleicht mal mehr macht. Bist du fucking Jasmin? Nein, du hast einfach nur den Sprite von ihr aus irgendeinem Grund. Oh, jetzt regnet es auch noch. Oh, dieser Tag wird besser und besser. Und jetzt erzählt er mir was von seiner Schwester. Halt die Schnauze, heirate sie doch. Oder sie erzählt was davon. Ah! Gott! Und dann sehen die Pokémon auch absolut schrecklich aus. Warum sollte man das machen? Oh Gott. Teleportier dich bitte weg. Okay. Läuft alles gut soweit. Ja, und ihr greift immer schön Kop'Thanos an. Sie greifen wirklich beide Kop'Thanos an. Die Idioten. Zu dem Grund sind sie auch noch beide langsamer als wir. Und Pika-Duck. Fast down. Pika-Poke ist down. Wundervoll. Das finde ich übrigens ziemlich super als Pokémon-Team von zwei Zwillingen, dass sie beide so komische... Alter, der geile Sucker Punch. Ja, definitiv besser als Biss. Ich bin ziemlich fancy. Oder ziemlich cool, dass sie beide ihre Pikachu-Fusionen haben. Ich meine, sie sehen zwar absolut schrecklich aus, aber ich mag es vom Prinzip her. Dass sie da so ähnliche Pokémon haben. Versteht ihr? Ja, der gute alte Sucker Punch. Der ist doch quasi sowas wie... Der hat doch gleiche Effekt wie Gigasauger und sowas, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Und es ist kein Punch-Angriff, auch wenn er so heißt. Ah ja, die gute alte Reflexionen. Sie ploppt einfach weg. Und sie geht sogar über das Land, ja. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel in einigen Hinsicht noch nicht so ganz so poliert ist, wie man sich das wünschen würde. Alter! Ein Spürtel! Fuck. Ich wittere übrigens aktuell ein Problem, weil die Gegner alle so aktuell Richtung Level 20 sind und ich noch nicht so ganz. Das heißt, die nächsten paar Gegner könnte eventuell ein bisschen problematisch. Fuck den fucking Kop'Thanos. Bist du zufrieden? Verzieh dich. Und er macht wieder den gleichen Angriff. Ja, er macht jetzt die ganze Double Pursuit. Das bedeutet, Kop'Thanos wird sowas von auf die Schnauze bekommen. Und... Oh. Oder du machst auf einmal Turbodreher aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch okay, habe ich nichts dagegen. Warum hat er auf einmal Turbodreher gemacht? Einen legendären Angriff, welcher schon fast zu den besten von allen gehört. Okay. Fast geiles Level 20. Ihr wisst ja, was wir auf Level 20 bekommen. Ein Gyarados. Und wer Moggy kennt, weiß, dass Moggy großen Wert auf sein Gyarados legt. Ich hatte bisher in meinen Nasal-Challenges und überall, ich hatte das ein oder andere Gyarados. Lasst euch das gesagt sein. Ich bin großer Freund der Pseudodrachen, die nicht wirklich Drachen sind, aber damit der Mega-Entwicklung doch irgendwie Drachen werden, aber in erster Linie keine richtigen Drachen sind. Das sind Pokémon, die ich sehr gut leiden kann. Und Belgay hat nicht nur einen ziemlich bescheuerten Namen, sondern sieht auch ziemlich bescheuert aus. Und ist auf Level 16. Das sollte es mir doch ein bisschen einfacher machen, alle zu erledigen, oder? Sehe ich das richtig? Dann komm schon. Ich will so sehr mein fucking Gyarados. Dann, wenn wir dabei sind, erinnert mich daran, dass ich auf jeden Fall dann auch mal dem Fuck, wie ich direkt Wasserpuls beibringen muss, wenn sich jetzt dann weiterentwickelt. Ah oh Gott, bricht euch das Gesicht ein von Kop'Thanos. Denn so werden wir ihn nie wiedersehen. Ich habe echt drauf geachtet, was mein Gegner jetzt einsetzt. Also was ich sehe gerade, wir sehen jetzt alle langsam so im Bereich von Level 20. Das bedeutet,
Langsam aber sicher sollten sich alle Pokémon von mir mal langsam auf den Weg machen, sich weiterzuentwickeln. Yay! Sogar Steinpilz sollte irgendwann mal in der Lage sein, sich jetzt weiterzuentwickeln. Schon wieder Rapid Spin! Warum macht ihr alle Turbodreher? Hört auf damit! Au! Mal wieder den Turbodreher! Ja, fick dich. Rollout hat die gleiche Animation wie Felswurf. Komm schon, Walzer. Komm schon, Walzer. Der ultimative Schaden. Aber nicht ganz der ultimative Schaden. Und Steinpilz ist down. Ja, ich will nicht zu nahe treten, Steinpilz, aber in einer Nuzlocke-Umgebung. Ey, ich will nicht sagen, dass du der Erste wärst, der gestorben wäre, aber ich denke, du wärst nicht unbedingt eins der Pokémon, die mich zu den Top 4 begleitet hätten. Was in der Situation nicht mehr gehen würde, weil es eh nur bis zum 5. Orden geht. Ja, ja, das wäre also relativ schrecklich ausgegangen. Also hätten wir spätestens bei Misty schon verloren gehabt, wenn es eine Nuzlocke-Challenge wäre. Mann, das wäre ziemlich aufregend. Wollen wir Doppelteamer lernen? Nein, wollen wir nicht. Ja, hör auf, Doppelteam zu lernen. Mein Textbook, never! Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ja. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott! Anus entwickelt sich! Komm schon! Es sieht ein bisschen deprimiert aus. Ja, wenn es sich beruhigt. Hätte ich mir das Ganze auch ein bisschen schöner vorgestellt. Und Biss wollen wir nicht lernen, nein. Was halte ich denn jetzt von ihm? Was halte ich jetzt von Koptanus, nachdem er sich weiterentwickelt hat? Ey, ich meine, er sieht nicht komplett schrecklich aus, aber... Er sieht auch gar nicht mal so gut aus. Fuck. Seht ihr die Werte von Ratunzel? Oh Gott, Ratunzel ist schrecklich. Raupikachu, immer noch ziemlich solide. Ihr Spezialangriff ist nicht sonderlich. Oh, Steinpilz hat auch wesentlich den Angriff vermindert. Wundervoll. Ja, Koptanus ist eher relativ durchschnittlich, würde ich sagen. Ist jetzt kein Pokémon, das mich zwangsweise umhaut, aber ist okay. Ist vollkommen legitim. Und scheinbar ist es nicht in der Lage, Wasserpuls zu lernen. Aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen. Aber es kann es nicht. Oh, hey. Oh, es ist ein 2 gegen 2 Kampf. Nein. Hä? Aber ist ja nicht das Ausrufezeichen über deinen Typen gerade aktiv geworden? Und Redpick sieht bescheuert aus. Ja, wisst ihr was? Ich habe mich entschieden. Koptanus sieht auch bescheuert aus. Seht ihn euch an. Sieht bescheuert aus. Aber vielleicht machen wir jetzt ziemlich intensiven Damage. Ich meine, meine Werte sind nicht übermäßig hoch, also sind relativ hoch und der Eingriff Teleport ist immer noch fucking stark. Ein Pickerns, das ihr rausgestellt hat, machen wir sogar enormen Schaden. Wundervoll. Da ist eine Pikachu-Schlange. Mögt ihr Pikachu-Schlangen? Ich nicht. Wenn ihr Pikachu-Schlangen mögt, kann ich euch mal eine richtige Pikachu-Schlange zeigen. Ich weiß das nicht falsch auf. Ich meine, das ist Pokémon von gerade eben. Das war eine richtige Pikachu-Schlange. So, wen trainieren wir denn eigentlich dann demnächst? Sollten auf jeden Fall Steinpilz und Ratunzel trainieren. Vor allem Ratunzel. Ich glaube, Level 22 muss Ratunzel erreichen, damit sich wenigstens eine Form davon mal weiterentwickelt. Und eine einzige... Gott, sieht Row bescheuert aus. Und eine einzige Entwicklung würde schon so viel bewirken für Ratunzel. Weil aktuell ist es einfach so unglaublich, schrecklich. Da hat mir fast die Worte dazu fehlen. Ich muss euch nicht erzählen. Ihr habt es im Kampfeinsatz gesehen. Jedes Mal aufs Neue. Es hat mich jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Warum hast du es auf Level 16? Warum hast du den Radikal auf Level 16? Was soll das denn? Fick dich. Das ist doch unfair. Ich muss mich mit meinem Ratunzel herumschlagen. Wisst ihr, wie scheiße Ratunzel ist? Darüber habe ich gerade geredet, aber fuck, ist echt nicht gut. Haben wir ein Pokémon und warum schwimmt dann Smogmog? Ich glaube, ich sollte den Forscher hier mal anquatschen. Hallo. Hallo, ich bin Wissenschaftler, der im Pewter City Museum arbeitet.
Alter, er hat seine Fossilmaschine repariert. Das heißt... Was? Oh, ich habe meinen Fossilentyp gegeben. Cool. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in Moria City sind, können wir dann Kabuto abholen. Wundervoll. Sandpeppere für Pokémon für Food. Ich glaube nicht, dass manche Leute Pokémon angeln, um sie zu essen. Das halte ich für ein sehr seltsames Konzept und du stand nicht den Stuhl so an. Alter, du und dein Smogmonk, ihr habt euch damals in der Highschool getroffen. Alter, ihr habt viele Pokémon gemeinsam vergiftet. Da freut mich zu hören. Also gut, liebe Leute, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, was wir in diesem Abenteuer noch alles erleben werden, sehen wir wohl im nächsten Part von Pokémon Infinite Fusion. Dem Spiel, in welchem wir es hoffentlich hinbekommen werden, im Idealfall. Ich bin relativ optimistisch. Wir werden es hoffentlich hinbekommen, fucking Rattunzel endlich mal weiterzuentwickeln. Es kann einfach nicht auf ewig so scheiße bleiben. Es muss sich hier irgendwas ändern. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.